Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video, freitags aus dem Wald. Diesmal habe ich mir eine Lichtung gesucht in einem Wald, weil ich brauche ja Licht, sonst sieht man mich nicht. Wenn ich da zum Beispiel drüber gehe, ist die Aufnahme dunkel. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Civitan zu diesem Wald sagen wird. Also hier Lichtung, Wald hinter mir, Wald neben mir, das kann man jetzt nicht sehen. Wald auf der anderen Seite, Wald vor mir. Überall Wald. So. Da, wo es heller wird, ist der Wald nicht zu Ende. Da ist nur ein bisschen Laubwald. Das ist im Moment natürlich nicht so dicht zu dieser Jahreszeit. Und dahinter kommt wieder normaler Wald. So. Bin mal gespannt, was du jetzt dazu sagst. Das aber nur so als kleines Vorgeplänkel vorweg zum Thema Wald und seitdem ich jetzt rede, übrigens hat der Specht aufgehört. Vorhin war hier immer so ein Specht, der immer so. Hier wachsen Pilze an Bäumen. Auch sehr schön. Ja, wie gesagt, ich habe mich hier auf dieser Lichtung eingefunden, um euch mal wieder ein bisschen Updates zu geben. Updates. Wir fangen an mit dem großen Thema Minecraft-WG. Minecraft-WG, das Projekt, was meinen Kanal schon immer begleitet. Wo fange ich an? Die erste Aufnahme der neuen Season 9 quasi, Minecraft WG Staffel 9, ist am 5.4. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, aber ich habe jetzt nochmal. Am 5.4. ist auf jeden Fall der Startschuss der neuen Staffel. Das wird also ein paar Tage dauern, dann kommt dann die erste Folge auch für euch online. Wir spielen ein Modpack als Grundlage Minecraft 1.10. Ich kann es auch verraten, wir spielen wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, Hermitcraft. Das wird das Pack dazu. Ist aber auch gar nicht so wichtig. Wir wollten halt nur, dass so ein bisschen Magiezeug dabei ist, ein bisschen Maschinen und so ein bisschen. Also das ist ein guter Misch aus allen, das ist, denke ich, alles gut dabei. Und wir haben ein ganz anderes Konzept, was wir von oben drauf setzen. Und zu diesem Konzept werde ich euch nicht mehr verraten. Da werden wir einfach warten müssen, bis es soweit ist. Oder vielleicht verrate ich euch nächste Woche mehr. Man weiß es nicht. Oder am Ende des Videos? Nein, ich glaube nicht. Ja, auf jeden Fall, 5.4. beginnt die erste Aufnahme. Ein paar Tage später kommen dann die ersten Videos. Es wird eine neue Minecraft-WG, die es so noch nicht gab. Mit Leuten, die es so schon gab. Also, das kann ich schon verraten. Wir bleiben. Es geht keiner, das heißt, alle bleiben in dieser, die vier üblichen Verdächtigen, Ria, Julia, Steve und ich, bleiben auf jeden Fall. Aber es kommt noch jemand Neues dazu, ich verrate aber noch nicht wen. Natürlich nicht. So, dass wir fünf sind, so dass wir auch aufnehmen können, wenn mal einer fehlt. Das war ja schon immer so unser Manko bei der letzten Staffel. Ja, so, das halt hier voll im Wald. Ja, wenn ich so laut bin, jetzt habe ich einen Frosch am Hals. Oder so ähnlich. So, das zum Thema Minecraft WG. Kommen wir zum Thema Minecraft Infinity Evolved Skyblock Stream. Letzte Woche wollten wir streamen, die Sturi hat verschlafen. Deswegen haben wir nicht gestreamt. Apropos Stream, da habe ich gleich noch eine neue Idee, aber gleich. Ich denke mal, dass wir heute Abend wieder streamen werden, 23.30 Uhr. Auf den bekannten Kanälen werden wir Minecraft Infinity Evolved Skyblock in der Hard-Version, habe ich gerade vergessen, ne? Auf jeden Fall wieder streamen, so dass auch weiterhin immer neue Folgen noch auf dem Kanal kommen. Ich glaube, ein paar habe ich noch, dadurch, dass wir ja genug Streams im Vorlauf hatten und genug. Und keine Sorge, die Videos kommen auf jeden Fall weiter. So, also heute Abend wieder. Oh Gott! Interesting. Also heute haben wir Stream, ganz normal, guckt ihr einfach zu, 23.30 Uhr auf den üblichen Kanälen. Ansonsten für die für es zu spät ist, kommt es dann wie immer auf dem Kanal mit ein, zwei Monaten Verzögerung. Kein Problem für euch. So, das war das zweite große Thema, ne? Kommen wir weiter zu, wo wir gerade bei Stream waren. Ich habe einfach mal, als ich Montag gezockt habe, ich spiele ja montags auch immer so um 23 Uhr, habe ich mir einfach gedacht, da Sturkopf nicht gekommen ist, eigentlich wollten wir ein bisschen quatschen, aber das hat sie nicht gemacht. Egal, habe ich einfach mal ein bisschen Minecraft, League of Legends gespielt, wie natürlich immer, und habe das auch gestreamt, da haben auch ein paar zugeguckt.
Frage an euch, sollte ich öfter mal vielleicht montags so ein paar LOL-Runden streamen? Immer so als Frage. Das ist ein Baum. Ah, interessant. Ne, also als Frage, wollt ihr, dass ich montags... Es haben sogar ein paar zugucken, das um die Uhrzeit. Also das würde auch um 23 Uhr dann beginnen, kurz danach, weiß ich nicht. Ein bisschen LOL-Stream, 1, 2, 3 Runden, könnt ihr auch mitmachen. Schreibt mal unten rein, lasst es mich wissen. Das zum Thema Stream, LOL und so weiter. So. Wo wir gerade bei LOL sind, ja. Nein, kommt noch nicht, das Video. Ich komme nicht dazu, das aufzunehmen, wie ich es gerne hätte. Und wenn dann doch mal Situationen passieren, die ich für dieses Video hätte gebrauchen können, lief die Aufnahme nicht. Ja, jetzt muss ich mal gucken, beim Stream habe ich natürlich auch aufgenommen. Da waren ein paar Situationen, die ich dafür hätte gebrauchen können, weil ich auch ein paar Mal Jinx gespielt habe. Problem ist, wenn ich streame, habe ich natürlich die Qualität runtergestellt. Und ich habe noch die alte Version von Open Broadcaster, so dass ich in der Qualität, wo ich streame, auch aufnehme. Das muss ich auch nochmal ändern und updaten. Mir fehlt allein die Zeit dazu. Aber wenn ich mal Zeit habe, mache ich das mal. Dann date ich wirklich mal meinen Open Broadcaster ab, sodass ich in einer anderen Qualität aufnehmen kann, als dass ich streame. Problem ist, ich könnte natürlich auch einer höheren Qualität streamen. Nur ihr wisst ja, Twitch, dann ruckelt es bei euch und ihr könnt nicht gucken. Und ja, wir kennen das alles, wir kennen das alles. Deswegen muss ich in dieser etwas niedrigen Qualität streamen. Und ja gut, wenn ich aufnehmen will, dann müsste ich das in höher. Also ich muss einfach das Programm updaten, ich muss einfach dazu kommen. Und es muss auch funktionieren bei mir. Das ist immer so eine Sache. Manche Sachen wollen einfach nicht am Rechner. Kennt man ja. So, Stream-Thema abgehakt. Was haben wir noch? Ihr habt mir kurz geantwortet zu, ob ich mal wieder so ein paar Indie-Sachen vorstellen soll. Ein paar Indie? Ein paar Early Access war es, ne? Ein paar Early Access-Sachen. Werde ich also machen. Eventuell noch diese Woche. Vielleicht habt ihr schon was gesehen. Vielleicht kommt noch was. Vielleicht aber auch erst nächstes. Kann ich euch noch nicht sagen. Muss ich gucken, wie... Ich spinne gerade, deswegen, wir haben gerade Mittwoch. Bei euch ist Freitag. Ich habe gerade Mittwoch. Und wenn ich heute Abend, da ich ja keine WG aufnehme, hätte ich ja Zeit, sowas aufzunehmen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich da heute zu Lust habe, beziehungsweise ob es ein Game gibt, was sich gerade lohnen würde. Da muss ich natürlich erst nachgucken. Das habe ich natürlich noch nicht gemacht. Deswegen kann ich euch noch keine genaue Antwort geben. Vielleicht ist ja auch schon gestern, für mich also morgen, ein Video gekommen. Weiß ich nicht. Ja, dann habt ihr drunter geschrieben, nicht unbedingt immer 7 Folgen, ihr würdet das von den Kommentaren abhängig machen und hast ja nicht gesehen. Erstens, eure Kommentare sind rar gesät, aber darum geht es gar nicht. Zweitens ist es nämlich viel schlimmer, wenn ich sowas aufnehme, dann an einen Abend und komplett durch. Weil das ist ja für mich ein, ich verschaffe mir einen Einblick ins Spiel und zeige euch den nur gestückelt dann. Das ist so die Idee dahinter. Ich werde gucken, vielleicht nehme ich das heute Abend auf, dann habt ihr da vielleicht schon eine Folge von gesehen, ansonsten würdet ihr da aber sicher noch bald Folgen sehen, wenn ich dann am Freitag was aufnehme oder am Montag. Kommt drauf an, ob die Stream-Idee fruchtet, ob ihr da Montag streamen sehen wollt. Ihr seht, das hängt immer alles eins von anderen ab. Also unten wissen lassen, ob ich streamen soll montags, dann kann ich auch entscheiden, wie das mit dem... Ich habe mich gerade selber mit Holz beworfen. Wie ich das mit dem... Videos zu dem Early Access Projekt mache. Wann ich die aufnehme und wann ich die euch präsentiere. Jo. So, dann habe ich ja Drop Zone gespielt. Das habe ich mit der Studie zusammen gemacht, dadurch, dass sie jetzt ein bisschen ausfiel und das Spiel recht komplex ist. Ich sag mal, das kann man nicht so nebenbei spielen, da muss man schon mehr Zeit reinstecken. Man müsste die ganzen Fahrer updaten, man muss viele Runden spielen, damit man neue Items kriegt, damit man neue Fähigkeiten kriegt, um die Fahrer abzudaten. Also da müsste viel mehr Zeit reinfließen, als in LOL reingeflossen ist. Und ich denke mal, in LOL habe ich schon einiges an Stunden also ich habe alleine 2000 S-Real Games, könnt ihr euch ungefähr hochrechnen, wenn so ein Spiel 40 Minuten geht. Dann habe ich so und so viele 100 Jinx-Games. Ich habe schon so viel Zeit in LoL reingesteckt, dass die Zeit für Drop Zone habe ich nicht, um darin irgendwie richtig gut zu werden. Deswegen werde ich dieses Projekt, wenn, nur so aus Fun zwischendurch machen und nicht mehr regelmäßig. Habt ihr ja schon gesehen, es lief jetzt bestimmt schon 2 Wochen keine Folge mehr. Was auch an Schuhe lag, aber auch daran, dass ich alleine da dann auch gar keinen Bock drauf habe. Weil, was wollt ihr da für Matches sehen, ne? Gut, deswegen Drop Zone erstmal, stellen wir hinten an. So, Minecraft Dragons läuft im Moment, habt ihr gesehen.
Da lade ich unregelmäßig Folgen hoch. Das ist wie beim letzten Mal auch. Ich habe noch ein paar Folgen aufgenommen. Da baue ich meine fliegenden Inseln. Wir haben die Vex schon besiegt. Wir haben den Enderdrachen gelegt. Das habe ich, da war ich nicht dabei, aber es wurde schon gemacht. Wir haben also auch schon jetzt Endsachen. Seht ihr in den kommenden Videos, was ich da schon für eine fliegende Insel gebaut habe, wo dann diese komischen, wie heißen sie, Früchte drauf wachsen. Ja. Das seht ihr dann noch. Ich mache dann ein Update, um was da für eine Insel war und wie der Eingang zum End ist und was ich da umgebaut habe, so ein bisschen. Problem da ist immer, ich spiele immer viel mehr dran, als ich aufnehme, weil es ist kein Projekt, was bei mir täglich kommen soll. So war es halt nie gedacht, deswegen, aber ich spiele es halt gerne, deswegen spiele ich mehr, als ich zeige. Aber das wisst ihr ja. Jo. Das war's, ne, an meinem Kanal. Wenn ich was vergessen habe, dann lasst es mich wissen. So viele Projekte habe ich ja im Moment gar nicht. Doch, es sind einige Projekte. Ich weiß noch, wie das die Zeit war, wo ich mal 10 Videos am Tag hochgeladen habe. Das habe ich dann hinterher gekürzt auf 6 Videos am Tag, aber das war heftig. Und jetzt bin ich so bei 1 bis 2 Videos pro Tag und denke mir, wie habe ich das früher geschafft? Unglaublich. Richtig unglaublich. Liegt ja vielleicht daran, dass ich im Moment mehr spiele für mich auch selber ein bisschen. Das brauche ich, glaube ich, sonst so als Ausgleich muss ich für mich selber spielen, ohne zu kommentieren. Weil auch wenn ich Leute spiele und das meistens aufnehme, aber wenn man nicht aufnimmt, redet man halt über andere Themen und man kann nicht alles, es ist nicht alles öffentlichkeitstauglich, was wir so machen. So kann man das, glaube ich, nennen. So, jetzt werde ich mir den Weg hier aus dem Wald wieder rausbahnen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Informationen mitnehmen können und schreibt auch unten was rein, damit ich weiß, was ich machen muss, ob ich dieses Format noch weiter behalten soll. Diverse Dinge könnt ihr da unten reinschreiben. Ich bin für alles offen. Ich diskutiere gerne mit euch über alles. Vielleicht kommen daraus noch ein paar Themen für die nächsten Videos oder für die nächsten Vlogs oder für die nächsten Ideen für den Kanal. Ich habe keine Ahnung. Lasst es mich einfach wissen. Heute mal wieder haben wir ein bisschen überzogen. Wir sind über 10 Minuten gekommen. Kann ich nichts für. Jetzt muss ich auf die Uhr gucken. Ja, jetzt muss ich aber auch aufhören. Ich sage Ade. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos, vielleicht heute Abend schon, wenn ihr mir live zuguckt, schaltet wieder ein und macht unten ein Smiley, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Haut raus. Ciao.